Herzlich willkommen zurück. Jetzt geht's ums gute Geld beim Podcasten. Über Geld spricht man, soll unser Thema sein für die nächste ungefähr halbe Stunde oder so. Ich freue mich sehr, dass Tina Jürgens bei mir ist, die Geschäftsführerin von Zebra Audio oder Zebra Audio. Herzlich willkommen auf den Medientagen. Es geht ums gute Geld und um Fantasie und Wirklichkeit. Wir wollen sprechen über viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit Podcasts, neben Abos und werbefinanzierten Modellen braucht es ja weitere Monetarisierungsmöglichkeiten. Erst heute habe ich, Tina, ein Interview mit dir gelesen bei Media, wo es hieß, Finanzierung von Podcasts muss divers bleiben oder Diversität ist eine große Chance. Bitte erkläre uns mal, was du damit meinst. Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich dabei sein darf und dass wir sprechen. Was meine ich mit der Diversität? Ich glaube, dass es gemeinhin in der Öffentlichkeit so eine Wahrnehmung gibt, nur man ist mit seinem Podcast als Original auf so einer Plattform vertreten und dann hat man so einen Buyout-Deal, ne, und hat nichts weiter sozusagen finanzierungstechnisch mit dem Podcast zu tun als Produzent oder Podcast-Werbung, was sicherlich den größten Anteil hat an der Podcast-Finanzierung derzeit im Markt. Jetzt sind ein paar Modelle aufgekommen, so Richtung Podimo und Fio. Das sind Subscription-Modelle, wo die Podcaster dann einen Share kriegen können an den Subscription-Erlösen dieser Plattform. Ich glaube aber, dass es noch weitere Erlösmodelle daneben geben sollte. Wir kennen Spendenmodelle, Patreon, Steady sind so Beispiele dafür. Aber was mich natürlich ein bisschen umtreibt und wir bei Zebra ja sowieso, weil wir auch Musik- und Hörbuchvertrieb sind, bei den anderen Bereichen gibt es ein Revenue-Share-Modell mit den Plattformen. Das gibt es im Bereich Podcast nicht. Das hat ein bisschen was mit dem Ursprung von Podcast zu tun, wie die auf die Plattform gekommen sind. Aber das muss ja nicht so bleiben und man fragt sich schon, warum es diese Art von vielleicht Staffelpassmodellen oder ähnlichen Sachen nicht auch am Markt gibt. Junger, aufstrebender Podcaster bin und bin überzeugt, mein Podcast ist super, auf den hat die Welt gewartet und den wollen auch alle hören. Noch weiß die Welt das natürlich nicht, weil wir ja alle wissen davon, dass ich einen Podcast mache und hochlade, davon kriegt die Welt das alleine noch nicht mit. Aber ich möchte jetzt mein Hobby vielleicht nicht zum Beruf, aber zu einer Nebeneinnahmequelle machen. Welchen Weg würdest du mir raten? Wie mache ich das? Ganz konkret. Ganz konkret solltest du dich erstmal an so Netzwerke wie uns wenden, weil das ganz alleine zu stemmen halte ich für mittlerweile sehr, sehr schwierig. Wir haben über 40.000 Formate bereits deutschsprachige im Markt. Sich da durchzusetzen ist also tatsächlich schwer. Entscheidend für uns ist immer, ist der Content an sich gut, ja, weil man ein Qualitätslevel mittlerweile erreichen muss, das es vielleicht vor 3 Jahren noch nicht so gab. Ist es relevant für den Markt? Also glaube ich, dass ich auf eine relevante Reichweite komme, damit ich das vermarkten kann. Wir reden da immer so von ca. 10.000 Downloads und Streams pro Episode. Also traue ich mir das zu, weil mein Thema Relevanz hat, ja, oder die Sachen oder die Leute, mit denen ich da spreche. Und dann brauche ich eigentlich noch so ein bisschen Budget für Marketing, denn nur das auf die Plattform zu stellen, wie du richtig gesagt hast, reicht nicht, selbst wenn mein Inhalt super toll ist. Ich muss also Promotion auf den Plattformen machen, sogenanntes Promotion Pitching, was wir machen. Ich brauche Budget für Social Media Ads, ich brauche einen guten Social Media Account. Ich sollte auch Werbung in anderen Podcasts machen für meinen Podcast. Das heißt, es ist ganz, ganz vielfältig, was ich mittlerweile machen muss, damit ich auf eine relevante Reichweite komme. Und wenn ich die habe, kann ich auch über Vermarktung Geld verdienen. Und mal ehrlich, wie viel Geld kann ich da verdienen? Also wenn ich es jetzt schaffe, und 10.000 Downloads ist ja mal echt eine Ansage. Also wenn man sich das mal anschaut, also meine Eltern sind 2, dann meine Freunde sind 5 und dann vielleicht deren Freunde, macht nicht mehr jeder, sind es 10. Und dann mein Fußballverein und dann der Typ, mit dem ich ab und zu Musik mache. Aber also da komme ich, also über 30 komme ich da nicht. Du willst aber 10.000. Wie macht man sowas? Du bist auf dem Weg, ganz offensichtlich, indem du deine Peer Group aktivierst. Das ist gut. Let's go there. Also was kann ich verdienen? Ne? Wir arbeiten mit einem TKP-Modell, ja, 1.000er Kontakterpreis, und unsere TKPs liegen irgendwas zwischen 100 und 200 Euro für Werbeformen, die nativ sind. Das heißt, wo der Host sagt, ich habe ein tolles Angebot getestet, das empfehle ich euch, oder einer aus der Redaktion, ein Dritter, der das spricht, ein sogenannter Presenter-Read, oder auch native Spots, die so ähnlich klingen wie ein Host-Read.
Und für diese sehr nativen Formate bist du in genau dieser Range, abhängig davon, wie prominent du bist. Du bist natürlich prominent, Martin. Und die Teilnehmer sozusagen deines Podcasts. Ne? Also das, wenn das sehr prominent besetzt ist, kannst du natürlich auch einen höheren TKP fahren. Oder dass das Thema sehr, sehr nachgefragt ist und die Community eine sehr enge Bindung hat, dann kann man auch einen höheren TKP nehmen. Früher haben wir so vermarktet, dass wir gesagt haben, du bist in einer Episode drin und du hättest jetzt gesagt, Martin, Mensch, kaufe doch diese Tütensuppe, weil die so toll ist und dafür hättest du dein Geld gekriegt. Mittlerweile ist es aber so, dass wir das, was früher sozusagen Teil der Episode war, also Baked-In-Werbung, dynamisch einspielen über Dynamic Ad Insertion und das dann wieder auch rausnehmen können. Und das hat einen totalen Vorteil, weil du nämlich nicht nur die Reichweite dieser einen einzelnen Episode vermarkten kannst, sondern du kannst alle Altfolgen auch vermarkten. Das heißt, egal welche Episode deines Podcasts gehört wird, in dem Kampagnenzeitraum für die Tütensuppe würde sozusagen bezahlt werden. Und dadurch hast du natürlich einen Upscaling-Effekt, weil du nicht nur auf diese eine Episode fokussiert bist. Und das ist für uns Dynamic Ad Insertion, das Tool, mit dem wir auch arbeiten seit Sommer, total wichtig, weil wir plattformübergreifend, ne, arbeiten können. Ja. Über Dynamic Ad Insertion sprechen wir später noch ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt aber mal auf meinem Weg weitergehe, wann kann ich mich denn an euch wenden als Podcaster? Kann ich da wirklich kommen mit meinen 12, 15, 77 Downloads? Oder gibt es so eine Schwelle, wo ihr sagt, naja, da ist es eher Hobby und ab da macht es dann Sinn, sich überhaupt damit zu beschäftigen? Also ich glaube, es macht Sinn, wenn man so um die 5.000 pro Episode hat, roundabout, auf alle Fälle sich an uns zu wenden. Was wir auch machen, ist erstmal uns den Inhalt auch anzusehen, ne? Weil Content ist King. Wenn ich keinen guten Inhalt habe, brauchen wir überhaupt nicht darüber reden, das zu vermarkten. Ja? Und dann gucken wir uns tatsächlich an, was kann man denn da noch drehen? Ja, was sind so kleine Schrauben, vielleicht, ne, handwerkliche Tipps auch, Intro, Outro, Länge, Frequenz. Da begleiten wir unsere Publisher und versuchen dann über zum Beispiel Promotion Pitching, also Apple Banner, Spotify Playlist und so weiter, für unsere Publisher eine Sichtbarkeit auf den Plattformen zu generieren, damit die Reichweite da auch steigt. Wir beraten auch bei Social Media, weil das natürlich ein Riesenthema ist für die Reichweitenerweiterung. Also das machen wir auch, sodass wir unsere Partner eigentlich sozusagen helfen, diese Schwelle zu erreichen, wenn das Thema relevant und vermarktbar ist, und dann sozusagen in die Vermarktung irgendwann einzugehen. Du sagst, ihr, Zebra Audio, ihr seid ein unabhängiger Vermarkter, ihr seid ein freier Radikaler im Markt sozusagen. Warum ist diese Unabhängigkeit so wichtig für euch oder für den Markt? Also aus unserer DNA erklärt, ja. Also einmal, wir sind eine Tochterfirma der Zebralution GmbH, die immer ein Indie-Vertrieb war für Musik, Digitalvertrieb für Musik und für Hörbücher mittlerweile. Also das liegt schon so ein bisschen in unserer Seele, sag ich mal. Auf der anderen Seite halte ich das für den Markt für total wichtig. Wir sind ein Podcast-Only-Fachvermarkter sozusagen, ja. Also wir gehören nicht zu einem größeren Medianetzwerk wie ProSieben, Sat1 oder Bertelsmann, verkaufen auch nicht zusätzlich irgendwelche anderen Reichweiten, sondern wir sind wirklich spezialisiert nur auf Podcasts und sind da auch immer sozusagen am Ball, was sich am Markt bewegt. Und andererseits ist diese Unabhängigkeit auch wichtig vor dem Hintergrund, dass wir mit allen Plattformpartnern reden und mit allen Beziehungen haben und so ein bisschen wie in der Mitte sitzen und zu allen Plattformen sehr, sehr gute Beziehungen pflegen und dadurch natürlich auch wissen, was bewegt die, was wollen die haben. Und das ist natürlich ein Wissenstransfer, den wir mit unseren Kunden weitergeben und immer sagen können, hör zu, auf der Plattform X ist gerade das sehr gefragt oder wir mitbekommen, dass neue Themen am Start sind und auch die Plattformen sich wiederum an uns wenden und sagen, Mensch, wir suchen gerade Formate zu dem und dem Thema, habt ihr da irgendwas? Ja, wie siehst du eigentlich die Kombination von verschiedenen Vermarktungsformen? Also natürlich gibt es Baked-In-Ads, das Ad ist dann drin, also der Host hat es dann einmal gesprochen und das bleibt dann sozusagen bis zum Ende da. Dann gibt es die Ad-Insertion, über die wir noch reden. Es gibt ja noch ein paar andere, die Erfahrungen mit solchen Spendenmodellen wie Patreon oder anderen sind, glaube ich, zäh ist vielleicht das Wort, weil das schwierig ist, seine eigene Community so weit zu motivieren, dass die jetzt ein paar Taler springen lassen, weil sie den Podcast so super finden. Aber vielleicht liegt das Heil ja nicht in einem, sondern, also an der Börse würde man sagen, in der Streuung des Portfolios. Ist das möglicherweise ein Weg oder ist das unrealistisch, weil man sich da verzettelt?
Also die Gefahr der Verzettelung besteht tatsächlich. Und zu diesem Patreon, zu diesem Spendenmodell auch nochmal. Das ist machbar, wenn man eine starke Community hat, von der man weiß, dass sie da ist. Und man muss dann aber auch immer Content liefern. Ne? Also ich glaube, es gibt so ein bisschen diese Tendenz zu sagen, naja, ein bisschen Podcast machen, das kann ja nicht so schwierig sein. Podcasting ist sehr, sehr aufwendig für alle, die damit zu tun haben. Man hat ganz, ganz viel zu tun. Und das muss man mitrechnen. Ne? Ich muss dann auch immer liefern. Natürlich sind diese Modelle kombinierbar und wir haben auch einige Podcaster bei uns im Portfolio, die das machen, die dann exklusiven Zusatzcontent nur für ihre Community machen. Ich glaube aber, dass es sich am besten bewerkstelligen lässt, wenn man das sozusagen formatspezifisch macht. Ich mache ein Format, was ich sozusagen in die freie Vermarktung gebe, ja, weil es irgendwie sehr, sehr allgemeingültig ist, weil es unterhaltsam ist und wo ich weiß, dass ich da eine Reach kriege, die auf vielen Plattformen die Nutzer gewinnen wird. Wenn ich jetzt ein totales Special-Thema habe, also ein zweites Format, dann, und ich weiß, das interessiert vielleicht nur eine kleine Community, dann kann ich bei diesem Format eben auf diese Spendengeschichte gehen. Das heißt, ich würde mir genau angucken, was ist der Content, was ist die Zielgruppe und mit welchem dieser Modelle kann ich das am besten finanzieren. Es erinnert mich ein bisschen an die YouTube-Welt, in der das vor 5 oder 10 Jahren vielleicht losging, wo also erstens man immer dachte, das ist alles so einfach, das mache ich jetzt auch, ja, ist ja nicht so schwierig, Webcam, Record, los geht's. Es ist auch nicht schwierig, nur es ist halt selten gut. Und auf der anderen Seite ist es mit der Vermarktung eben auch das Problem, dass du halt echt ackern musst, um deine Klicks und deine Views einzusammeln. Und es ist wirklich anstrengend, jenseits von Friends and Family irgendeine Form von genuiner Relevanz zu bekommen. Der Königsweg ist ja, du machst dein Format und verkaufst es einfach komplett. Also es wird dann ein Original oder es wird quasi Buyout von irgendjemandem gekauft. Macht ihr sowas auch? Also wir beraten natürlich Podcaster, die bei uns Formate pitchen und ich kann dann schon sagen, okay, wir werden das in der Vermarktung nicht auf ein Niveau kriegen oder dir das Geld zahlen können, was du dir da erwartest, aber ich empfehle dir Kollege X oder Kollege Y von Plattform Z, weil wir da natürlich Beziehungen haben und das auch vermitteln können. Ich finde, dass so Original Deals durchaus ein gangbarer Weg sind. Man muss aber als Produzent auch wissen, dass man dann einen großen Teil seiner Rechte schlicht verliert. Ja? Und ich glaube, das ist die Abwägung, dessen man sich bewusst sein muss, wenn man in so einen Original Deal reingeht. Wenn man Probleme hat, anderweitig sonst ein wirklich schönes Projekt zu finanzieren, weil es aufgrund von redaktionellem Aufwand oder technischem Aufwand einfach so schwierig ist, dann ist das natürlich immer noch ein gangbarer Weg, als Produzent zu sagen, ich möchte wenigstens, dass das Projekt irgendwie an die richtigen Ohren kommt, dann ist das total legitim. Aber es ist nicht unbedingt immer also ich finde immer, der Content ist entscheidend und dann beraten wir auch und sagen, okay, das ist, glaube ich, eher ein Konzept, was für eine Plattform spannend ist oder das, glauben wir wirklich, kannst du am freien Markt monetarisieren über Werbung. Ja, aber du sagst, eure Tür ist offen. Also wenn jemand sagt, ich glaube, ich habe einen super Podcast, darf er dir gerne eine Mail schreiben und sagen, findest du den auch so super, wie ich ihn finde? Okay. Du hast ich habe einen Artikel gelesen, in dem du stattfandest, da stand oben drüber, wie wir das Medium-Podcast über den Hype hinaus retten können. Ich glaube, die Headline war nicht von dir, ich finde sie ein bisschen martialisch, aber weil das Medium braucht, glaube ich, keine Rettung. Aber dennoch die Frage gestellt, wie können wir denn das Medium über den Hype hinaus retten oder stabilisieren, von einem Hype in ein veritables Medium hineinführen? Ja, also was damit ein bisschen gemeint ist, es gibt 1000 neue Formate. Ne? Die Corona-Krise hat dazu beigetragen, dass viele Menschen zu Hause saßen und kreativ wurden. Und nicht in jedem Falle, wie du auch schon angedeutet hast, ist das tatsächlich auch hörbar. Und das heißt, wir haben gerade zu viele Formate da draußen für zu wenig Hörer, weil auch der Hörermarkt sich ja erst langsam entwickelt. Und da haben wir sozusagen eine Diskrepanz. Und wie bei allen Themen, die total gehypt werden, ja, geht es den Leuten irgendwann total auf die Nerven und man hat das Gefühl, oh, so richtig funktioniert es ja doch nicht, denn die Realität ist auf der gleichen Seite. Neben all den Dollarzeichen, die sozusagen in den Augen verschiedener Marktteilnehmer schon existieren, dass wir am Anfang sind, ja, der Vermarktung von Podcasts und damit Geld zu verdienen. Also der Horizont ist auf alle Fälle da und wir wachsen und verdoppeln ja unser Wachstum auch jedes Jahr in diesem Markt. Also
die Zukunft ist grundsätzlich rosig. Ich glaube aber, dass wir ein paar Sachen machen müssen. Ich sage nur Professionalisierungsstandards entwickeln, TKP-Preise und Niveaus haben, die es auch sozusagen Content-Providern, also Produzenten überhaupt ermöglicht, wieder neuen Content zu machen, weil die Leute sollen ja was verdienen, damit sie wieder tolle neue Podcasts produzieren können. Also all diese Sachen müssen wir als Industrie natürlich machen, damit dieser Markt gesund bleibt und unter anderem auch das, was wir am Anfang besprochen haben. Wir brauchen vielfältige Businessmodelle, wir brauchen diverse Plattformen, damit es so viel guten Content wie möglich gibt und der finanzierbar bleibt. Ja, und interessanterweise tut sich ja auch einiges hinter diesen ganzen wilden Dingen, die in der Podcast-Welt so passieren, wenn man zum Beispiel sieht, was mit Dynamic Ad Insertion ist. Ich glaube, ein allererster Schritt wäre es, wenn es schon mal eine einheitliche Währung gäbe, wie viel Podcasts eigentlich wirklich gehört werden. Also welches Medium ist eigentlich wichtig? Das Downloaden, das Hören, das Streamen. Und da hilft natürlich sowas wie zum Beispiel Dynamic Ad Insertion. Da reden wir gleich nochmal intensiver drüber. Erstmal vielen Dank dir, Tina Jürgens von Zebra Audio. Freue mich sehr, dass du die Zeit hattest und schöne Grüße. Der Spiegel denkt darüber nach, seine Podcast-Moderatoren nicht länger Native Ads sprechen zu lassen. Also, dass der Moderator nicht mehr sagt, wer den Podcast jetzt gesponsert hat oder wer der Werbepartner ist. Umso größer wird dann die Hoffnung, andere skalierbare Werbeformen zu finden, wie zum Beispiel eben Dynamic Ad Insertion. Alles automatisiert, alles skalierend, also mit übersichtlichem Aufwand, aber natürlich mit steigendem Ertrag Umsätze zu bekommen. Der Schlüssel ist intelligente Technologie, dynamische, intelligente, skalierende Technologie. Und da hilft eben oder da hat eben die sogenannte Ad Insertion eine besondere Tragweite und besonders hohe Wellen geschlagen.